Heimspiel, der Fußballtalk, wird präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED-TV. See nothing else. Samsung. Herzlich willkommen zu Heimspiel, dem Fußballtalk auf Teleclub Zoom und Teleclub Sport. Heute haben wir die zweithöchste Liga in der Schweiz als zentrales Thema. In der Brack.ch Challenge League ist die halbe Liga involviert in einen Aufstiegskampf. Denn der Tabellenletzte, der FC Rapperswil-Jona, hat in der Winterpause mehr oder 10 Spieler, neue Spieler geholt. Und nach dem Verlust vom langjährigen Förderer und Besitzer und Präsident, dem Aniello Fontana, ist der FC Schaffhausen steht er vor einem Neuanfang. Wir schauen, wie es weitergeht. Dieses Thema diskutiere ich heute mit meinen Gästen, und zwar unter anderem mit Marco Schneuli. Er ist am Nachmittag noch auf dem Platz gestanden mit dem FC Aarau, hat 1-0 gewonnen. Das freut mich, dass er jetzt schon hier bei uns im Studio ist. Ein langjähriger, erfolgreicher Superleague-Spieler und jetzt eben, wie gesagt, bei dem Challenge League ist beim FC Aarau. Er sagt, sportlich wird die Challenge League sehr oft unterschätzt. Denn als Zweites in der Runde begrüße ich ganz herzlich den Axel Thoma, ehemaliger Sportchef von GC und jetzt Sportchef und Geschäftsführer beim FC Schaffhausen. Er sagt, Challenge heisst Herausforderung. Und es gäbe keinen passenderen Namen für die Liga. Weiter in der Runde herzlich willkommen der Stefan Flüme, Sportdirektor vom Challenge League Aufsteiger FC Rapperswil-Jona. Er sagt, die 10 Transfers in der Winterpause sind kein Verzweiflungsakt. Und zu guter Letzt, wie immer im Heimspiel, ist ein Teleclub Fußballexperte. Herzlich willkommen, der Rolf Ringer. Er sagt, die Challenge League ist nicht nur wegen der Einführung der Barrage so attraktiv wie schon lange nicht mehr. Aus aktuellem Anlass kommen wir jetzt aber zuerst zur Raiffeisen Super League. Heute hat das Kellerduell stattgefunden, und zwar zwischen GC und Xamax. Und das Spiel ist mit einem Goal entschieden worden. Das schauen wir uns jetzt an. Xamax hat mit 1-0 gewonnen. Rolf, wir schauen uns schnell das Goal an, das das Spiel entschieden hat. Und zwar. Gut, da kommt der Ball zurück. Und da sieht man den jungen Georgiev trippelt ins Zeug rein. Das darf man natürlich nicht. Da muss man sicher spielen. Und Xamax hat schön Konter lancieren. Der Nuzzolo macht das sehr clever. Lauf gegen innen. Die ganze Mannschaft ist durcheinander. Das sieht man nicht organisiert. Und der Serie Die schießt das entscheidende 1-0. Da sieht man jetzt ganz offen die linke Seite von GC. Und der Nuzzolo ist natürlich clever, läuft retour, lässt dann den Ball liegen für die Serie Die und ist etwas abgefälscht worden. Aber der Ursprung natürlich, ich darf nicht im zentralen Mittelfeld einfach ins Zeug hineintrippeln. Dann ist alles offen hinein. Und das ist ein bisschen typisch für eine junge GC-Mannschaft, die halt einfach ja, zu wenig abgeklärt ist. Das Spiel hat im letzten Grund stattgefunden. Und jetzt im letzten Grund für uns sind noch der Gianni Wieler und der Zubi. Und wir schalten jetzt gerade live ins letzte Grund. Ja, Sven, Fakt ist, dass die Grasshoppers das kapitale Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax mit 0-1 verlieren. Und ab heute, Träger der roten Laterne sind so, wie wir ein bisschen einordnen. Ist GC Stand jetzt irgendwie ein bisschen am Ende? Sie machen alles einen designierten Eindruck. Ja, es sieht wirklich so aus. Nach der Partie, die wir heute gesehen haben, ist zu wenig von GC, was da bringt. Xamax ist in der ersten Halbzeit natürlich sehr defensiv gestanden. Das haben sie genau so auch trainiert und so geplant. Stefan Hanschow weiß, wie man defensiv spielt. Aber dann muss von GC einiges mehr kommen. Jetzt können wir diskutieren. Von dem Spieler muss mehr kommen, von dem Spieler muss mehr kommen, vom Trainer muss mehr kommen, von allen muss mehr kommen. Aber faktisch, dass da wieder 8 neue Spieler auf dem Platz sind, wie im Ende im Dezember 2018, wo das letzte Spiel da gemacht haben. Wie willst du mit 8 neuen Spielern da wieder etwas aufbauen? Ich finde es einfach, die ganze Planung ist zu wirr. Man macht zu viel Fehler im ganzen Verein rein. Und jetzt steht man zurecht an der letzten Position, weil das ist so ein Spiel, wo du einfach irgendwie gewinnen musst. Du musst einfach irgendwie ein Goal erzielen, ist gleich mit einem stehenden Ball, mit einem abgefälschten Schuss. Aber da ist viel zu wenig gekommen. Da ist zu wenig gekommen über die ganze Spielzeit beim heutigen Spiel, leider. 6 Niederlagen in Serie, das ist die traurige Bilanz von GC aktuell. Und wie du es gerade gesagt hast, man sagt eben auch immer, ja, wir haben so viele Junge, wir haben so viele neue Spieler, da kommen die Verletzten zurück und so weiter. Ich hätte jetzt fast gesagt, bla bla bla. Das sind eben Fakten oder Sätze, die man in der Saison 15-16 im Stadion auch gehört hat vom FC Zürich, die sind abgestiegen. Siehst du gewisse Parallelen? Ja, sicher sehe ich gewisse Parallelen, aber so Aussagen, eben, wir haben viele Neue, viele Jungen und so weiter, da kann man ja noch weitermachen. Wir hatten am 3. Februar das erste Spiel gehabt, die Heim gegen Basel, haben 4-0 verloren und da hat man dort schon gesagt, ja, da kommen noch 2 neue Stürmer, da kommt ein Verteidiger, alles.
ich finde, dass die Aufgabe nicht richtig gemacht wurde. Man muss einfach am 3. Februar, wenn man weiss, wo man steht in der Tabellenposition, dann muss man richtig parat sein. Vielleicht gibt es einen neuen Transfer, aber das muss meine Mannschaft sein. Und mit dieser Mannschaft gehe ich vorwärts. Und jetzt haben sie wieder noch einen neuen Spieler gemacht, mit dem verpflichtet mit dem Kajubi. Ein super Spieler, ein ganz interessanter Spieler. Der ist heute nicht im Aufgebot. Der ist noch nicht fit, der ist noch nicht parat. Also, wenn ich in dieser Situation am Tag X heute gegen Neuchâtel Xamax-Spiel um den letzten Platz, dann muss ich die Spieler auf dem Platz haben. Weil das sind die Spieler, die einen weiterbringen sollten. Ja, ein Rave ist da, der ist fit, der probiert, aber er braucht natürlich auch seine Spieler um sich herum. Also, Sie merken schon, oder ihr merkt im Studio in Volkerswil, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren über die Gras, ob es Fakt ist, dass im Moment auf dem Barrageplatz, und das wird sicherlich die Gäste bei dir im Studio, Sven, interessieren, nicht GC ist, sondern Neuchâtel Xamax. Ja, danke Gianni Wieler. Ja, wir können jetzt eine Stunde weiter diskutieren, zwar nicht über GC, wir haben andere Themen vorbereitet, Axel Thoma, ehemaliger Sportchef von GC. Was sagen Sie zu der Situation? Ja, das wundert mich eigentlich, wieso man immer über eine junge Mannschaft spricht. Da frage ich mich, warum hat man eine junge Mannschaft? Will man den Nachwuchs fördern? Hat man vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel für eine ältere Mannschaft? Wenn das so ist, dann muss man aber klar auch die Erwartungen nach unten schrauben. Und da muss man von vornherein wissen, es kann sein, man spielt unten um den Abstieg mit. Dann stimmt das. Aber man kann nicht große Erwartungen haben und dann eine junge Mannschaft aufstellen und jedes Mal eigentlich sagen, ja, es ist halt eine junge Mannschaft. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Mhm. Stefan Flüemer, Xamax hat zwar defensiv gespielt, wie er es gehört, aber clever, kann man sagen, oder? Sehr gut, ja. Vor allem in dieser Phase, wie sie sich momentan verbindet, geht es darum, dass man Punkte holt, dass man nicht schön spielt, sondern defensiv sauber steht und versucht, gut umzuschalten. Und das haben sie sehr gut gemacht. Es war sicher nicht einfach für GC, in die gefährliche Zone reinzukommen. Und so, ja, hat das Xamax eigentlich verdient. Ein Hype gebracht dann, ja. Mit anderen Worten, Rolf Ringer, dass Stefan Anschau in dieser Situation der richtige Trainer. Absolut. Man hat aber schon im ersten Spiel gesehen, wo ja der Decastel noch gemacht hat in der Rückrunde, da haben sie nie bei ähnlich gespielt mit einer 5er Abwehr. Dort haben sie noch 3 Stürmer gehabt. Ich glaube, das 3-5-2 von Anschau ist das Ideale, weil der Nuzzolo ins Zentrum gehört. In der Nähe vom Goal. Und in so Situation ist gesagt worden, da muss ich einfach bleiben. Da muss ich halt, wenn ich 5 Meter Abstoß habe, lang spielen, auf die zweite Ball, bis ich Vertrauen gewinne, auf die stehenden Ball parat sein, geradlinig spielen. Und bei GC muss man natürlich schon sagen, man sieht immer, die Goalie geht an Aussenverteidigung, man spielt hin und her. Ich meine, das Goal ist symptomatisch, da tut ein Junge irgendwo kopflos ins Zeug in den Trippel im Mittelfeld. Und dann ist keine Absicherung da. Also man müsste vielleicht auch bei GC anfangen überlegen, ja, kann ich dann überhaupt, habe ich Mannschaft, die einfach frisch von der Leber hin raus spielt und immer wieder das Gleiche macht? Weil mit Barcelona und Brütisel kann ich nicht gleich shooten. Ja. Und Xamax ist sicher in dieser Lage, wo ich jetzt weiss, einfach bleiben, alle defensiv arbeiten, auf Konter tödlich versuchen, Kontergoal machen, auf den stehenden Ball gut. Und der Anschau kann das der Mannschaft jetzt weiterbringen und da beibringen. Und da ist sicher GC und auch der Thorsten Fink jetzt gefragt, dass man Spielart an der Qualität der Mannschaft anpasst. Marco Schnäuli, wie kommen als GC aus der Situation raus? Ja, wirklich. Ich denke auch über die Defensive. Ich glaube, das ist einfach Zahl und O. Wenn du keine Goal bekommst, dann hast du wenigstens mal einen Punkt, wenn du vorher keinen machst. Und ja, meistens hast du irgendwo in dieser Situation das Glück, das habe irgendwie durch einen stehenden Ball oder auch, wie es Zubi angetönt hat, irgendwie so ein grusiges Goal in dem Sinn, dass du einfach irgendwie über die Linie drückst, dass du so irgendwie mal einen Dreier holst und dann holst du Selbstvertrauen und dann kommst du wieder ein bisschen in den Tritt rein, in den positiven Flow. Mhm. Rolf Ringer, gleich nochmal. Ich meine, es ist jetzt Tatsache, GC ist am Tabellenende. Thorsten Fink, ist das ein Thema? Also man muss ja schon einmal über den Trainer diskutieren. Also immer schön reden kann man ja nicht. Ja, darum sage ich, ist sicher gefragt, dass man jetzt ein bisschen die Spielart anpasst an dem, was man hat und an der Aufgabe. Oder? Und natürlich, jetzt kann man wieder sagen, es kommt kein Jubi nach, es kommen andere zurück. Da muss natürlich die Führung selber merken, ja, haben wir überhaupt noch Zeit, dass wir noch warten, weil der Jubi hat ja lange nicht trainiert. Bis der in der Fit ist, geht auch Monat mindestens. Nathan auch. Also von dort her, dass man darüber nachdenkt, ich glaube, das kann man nicht verhindern bei dieser, ich sage jetzt, Negativbilanz in den letzten Spielen. So. Dann wollten wir das Thema abschließen. GC, wir schauen, wie es weitergeht. Es wird sicher noch einiges geben bei GC jetzt in der Saison, in der misslichen Lage, wie sie sind. Wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema, und zwar zur Brack.ch Challenge League. Das haben wir heute als zentrales Thema. Ich wollte die Runde lancieren, und zwar mit zwei offenen Fragen. Grundsätzlich, was ist die Brack.ch Challenge League für den Schweizer Fußball, Axel Thoma?
Ja, also ursprünglich, als man das eingeführt hat mit auch der neuen Bezeichnung, hat man von einer Ausbildungsliga gesprochen. Das sagt ja auch schon ein bisschen der Name, dass man hier die Herausforderung für junge Spieler, die noch einen weiteren Schritt machen sollen, suchen kann. Und ja, jetzt mittlerweile ist es doch ein paar Jahre her. Und man hat festgestellt, dass es nicht ganz so einfach ist für die Vereine, weil natürlich die Auflagen an Stadien und auch vom Verband her immer angewachsen sind. Und ja, da tun sich der eine oder andere Verein doch mit der Liga schwer. Ja, als Aufsteiger seid ihr jetzt mit Rapperswil-Jona in der Brack.ch Challenge League. Wie fühlt sich das an? Was bedeutet die Brack? Das ist jetzt eineinhalb Jahre her und es fühlt sich sicher gut an, sportlich. Wie der Axel gesagt hat, Ausbildungsliga. Wir haben junge Spieler können über die China Challenge League in die Super League bringen. Das andere Problem halt mit die finanzielle Situation ist natürlich auch eng für uns jetzt als kleine Verein sowieso. Wenn man nicht einen Mäzen hat oder andere Investoren involviert sind, ist es schon eine grosse Arbeit, die man immer wieder hat. Mhm. Marco Schnäuli, ihr seid von der Super League jetzt in die Challenge League gekommen. Was ist der Unterschied oder was ist so das Hauptmerkmal, so wie es ihr als Spielerin wahrnehmt? Ja, aber ich habe das Gefühl, es wird viel unterschätzt von außen. Sind wir gerade beim Zitat, oder? Ja, aber wirklich, wie wir da schon darüber geredet haben, es ist extrem, wie die Leute die Auffassung haben und das Gefühl, ja, wenn jetzt ein Spieler von der Superliga runterkommt, das Gefühl, ja, das geht mit links, du kannst schon mit blind spielen und machst 20, 30 Goal locker. Und ja, es ist einfach immer so ein gefährlich, oder? Ich meine, die Vorschusslorbeeren und das alles, das ist nicht einfach so. Ich meine, du spielst gegen 11 andere. Ich meine, die Mannschaft, wir haben es an der WM gesehen, vermeintlich kleine, die heutzutage jeder verteidigen kann, heutzutage ist jeder parat, kann laufen, gewinnt Zweikämpfe. Und das ist einfach das, was man nicht unterschätzen darf. Es ist extrem physisch geworden und das kann heutzutage jeder. Und dann das Taktische, ist der Unterschied nicht mehr so gross, wo man sagen muss, ja, es geht einfach so. Und das ist das finde ich der grösste Unterschied oder die Wahrnehmung von außen. Rolf Ringer, was für einen Stellenwert hätte die Challenge League eigentlich für den Schweizer Fußball? Also wäre es jetzt keine Ausbildungsliga, aber also für mich hat es einen absolut grossen Stellenwert. Natürlich haben wirtschaftlich viele Vereine gewisse Probleme. Wir haben wenig Zuschauer und wenn man Spieler, Mannschaft muss zusammenstellen, kostet das alles Geld. Das ist sicher nicht so einfach. Aber wir haben so viele Spieler, die über die Challenge League den Sprung haben können machen in die Super League bis in die Nationalmannschaft. Man muss sagen, dass die Liga für das auch geschafft hat. Das können wir schnell zeigen. Wir haben eine Statistik bzw. eine Tabelle bereitgestellt. Schauen wir das schnell an. Was für Spieler, die eigentlich ihre Profikarriere in der Challenge League gestartet haben, das sind Namen wie Omlin, Lang, Mumbanje, Scher, Freuler, Zakaria, Fasnacht, Gavranovic, also das sind namhafte Fußballspieler. Also so gesehen ist absolut wichtig die Challenge League, die tut den Auftrag erfüllen und wie es der Marco sagt, es ist auch je länger je schwieriger geworden, sich durchzusetzen. Man kann nicht einfach ein paar Spieler holen und mehr zahlen wie der FC Wiel mal und meine steige auf. Auch in der Challenge League muss eine Mannschaft zusammenwachsen und über den Teamspirit und vielleicht ein bisschen über die besseren Fußballer, dann so kann ich dann vielleicht aufsteigen. Also von dort her finde ich es eine Top-Liga. Schade natürlich von der Schweiz her. Wir haben nicht das Volumen, dass wir in jedem Verein viele Zuschauer haben. Das haben wir halt nicht. Wir sind nicht die zweite Bundesliga, die immer voll haben. Wir haben da vielleicht 1500 im Schnitt oder 2000, wenn man alles anschaut. Aber sportlich finde ich es eine ganz wesentliche, wichtige Liga für den ganzen Schweizer Fußball. Wollte ich aber gleich noch mal Axel Thoma auf ein Zitat kommen. Herausforderung, oder? Das heisst ja die Übersetzung von Challenge. Wie meint ihr das ganz genau? Oder was ist denn die Herausforderung jetzt als Geschäftsführer und Sportdirektor? Also die Herausforderung ist in ganz vielen Bereichen angesiedelt. Also das, was wir jetzt alles schon gesagt haben, im kommerziellen Bereich, aber auch im sportlichen Bereich. Die meisten Challenge-League-Mannschaften haben keinen Unterbau, das heißt keine Nachwuchsabteilung. Das hört auf bei der U15. Und als nächste Mannschaft ist dann schon die Challenge-League-Mannschaft. Und dazwischen ist eigentlich ein bisschen Breitensport, Amateursport. Und ich stelle mir eigentlich vor, dass wenn man so eine Challenge-League-Mannschaft hat, dass man vielleicht 16 Profis hat und dann den Rest mit jungen Jungprofis noch auffüllt, die dann auch schnuppern und zum Zuge kommen. Aber diese sind nicht vorhanden, die sind alle via Partnerschaft eigentlich schon bei den großen Super-League-Vereinen. Und da bleibt nichts anderes übrig, dass man eigentlich auch 22 bis 25 Profis zusammenstellt und das kostet einfach Geld und das ist eigentlich schade. Mhm. Stefan Flürmig, seht ihr das ähnlich? Das ist ganz sicher so mit den 22 bis 25 Spielern. Das läuft bei uns ähnlich.
Ich habe vorher mal mit dem Rolf geredet, wenn er heute Profi wäre und er kann nicht mehr in der Super League spielen, dann geht er in die Challenge League. Dann schaut er zuerst mal bei Lausanne, Servette und Aarau, wo ich in einem renommierten Verein sind. Wenn er dort durchgehen würde, dann geht er zu Schaffhausen, schönes Stadion, gute Infrastruktur, Winterthur, viele Zuschauer. Weil noch auch eine Tradition, noch mal Super League gewesen. Und dann irgendwann ist dann nachher Rappi, Kriensk, Jassos, geografisch noch ein bisschen speziell an der Reihe. Und das ist dann wie wenn du in einer Nahrungskette der Letzte bist, musst du das nehmen, was übrig bleibt. Und dort dann versuchen, etwas Gutes daraus zu machen und versuchen, diese Spiele auch noch weiterzuentwickeln. Es ist ein harter Job. Ja. Marco Schnell, seht ihr das endlich als Spieler? Oder ist man so mit seinem Spiel in dem Sinn als Profi, als aktueller Profi beschäftigt? Oder beobachtet ihr schon so ein bisschen die Entwicklung von der Challenge? Ja, es geht sicher in die Richtung. Das ist klar. Man kann so einfach ein Abbrechen von der Super League. Ich meine, das ist genau das Gleiche, oder? Man IB, Basel und dann kommen die anderen. Und dann ist mal. Jetzt ist Thun natürlich auf dem zweiten Platz. Aber das ist etwas anderes. Ich meine, das ist eine Ausnahme. Aber sonst ist es eigentlich genau das Gleiche, oder? Und in der Challenge League, ja, ist das klar. Ich meine, für mich ist ja auch geografisch sicher ein Faktor gewesen, dass es mit Aaron geklappt hat. Ja. So viel falsch, aber läuft gleich nicht, Axel Thom. Also wenn man sieht, was für Nationalspieler das schlussendlich ihre internationale Karriere haben können, in der Challenge League lancieren, oder? Ja, also ich sehe einfach immer noch das Problem von dieser Partnerschaft, dass da der Verband noch mal über die Bücher muss und das ein bisschen optimieren muss, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Spieler, die dann gewechselt haben, innerhalb der Partnerschaft zum großen Verein irgendwo in der Masse verschwunden sind und das Talent Nummer 3 und 4, das beim kleinen Verein geblieben ist, eigentlich dann den Sprung gemacht hat. So zum Beispiel Fabian Scher, wo wir vorher gesehen haben, der war nie in einer Partnerschaft. Auch Demasai jetzt bei Luzern, der war auch nie in der Partnerschaft. Und da denke ich, hat man doch oder konnte man doch für den einzelnen Spieler individuell mehr das Augenmerk draufsetzen und ihn fördern. Und die gegangen sind, eigentlich dann in die große Masse, haben sich dann irgendwo verloren. Also das ist natürlich ein abendfüllendes Thema. Sehr aber spannend. Wie könnte man denn konkret das optimieren? Oder was gäbe es denn für Modelle? Oder wir haben vorher mal die zweite Bundesliga angesprochen, aber das ist ja nicht unbedingt, das ist, finde ich, ein bisschen Hochgriff. Oder? Ich denke, wir können die Challenge League nicht mit der zweiten Bundesliga vergleichen. Also da müsste man die Super League wahrscheinlich mit der zweiten Bundesliga, wenn, dann müssten wir schon die dritte Bundesliga nehmen, damit man da wirklich auch Äpfel mit Äpfel vergleicht. Aber eine Variante wäre zum Beispiel, dass ein Challenge League-Verein, der eine Partnerschaft hat mit dem Super League-Verein, einfach auch Zugriff hat auf diese Nachwuchsspieler. Da können wir wirklich, dann ist es für mich eine sportliche Partnerschaft. Aber im Moment dreht sich eigentlich alles nur ums Finanzielle. Die Partnerschaften wickeln diese Gelder miteinander ab vom Verband. Und ansonsten ist das, über das Sportliche hat man noch nicht, zumindest nicht zu Ende gedacht. Aha. Rolf Ringer, siehst du das ähnlich? Also du hast ja gesagt, ja. Die Liga ist extrem attraktiv, nicht nur wegen der Barrage in deinem Zitat, oder? Aber es ist natürlich immer heikel mit diesen Partnerschaften. Das tönt wunderbar auf dem Papier. Oder? Da meine Schaffhausen, GC, es ist halt einfach so, wenn einer aus der Challenge League kann in die Super League und dort wieder einen Vertrag bekommt, dann geht er. Jetzt kannst du gut gemeint 3-4 Junge nehmen, von mir aus GC-Partnerschaft mit Schaffhausen. Nimmst 3-4 Junge, musst du etwas aufbauen, es läuft recht gut. Und nachher können die 3-4 gehen, dann bist du einfach immer wieder am Anfang. Das ist immer wieder zurück zum Start. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe der Challenge League. Du kannst nicht über 3-4-5 Jahre etwas aufbauen, Mannschaft zusammenwachsen und nachher kannst du stark werden. Du musst immer wieder bei Null anfangen. Aber das ist natürlich, das liegt in der Natur von der Sache und von der Aufgabe. Oder? Also so gesehen ist es immer wieder von Null anfangen, immer wieder versuchen, etwas zu kreieren, mit Jungen arbeiten. Aber Partnerschaft ist eben auch gefährlich, weil die Guten immer gerade wieder gehen, dann musst du wieder selber. Also so gesehen, so viel wert, wie man das auf dem Papier das Gefühl hat, sind Partnerschaften halt am Schluss dann auch nicht. Aber es gibt natürlich auch einen finanziellen Druck. Oder? Ich meine, die einen wollen aufsteigen, die anderen wollen nicht absteigen. Also das ist eine rechte Diskrepanz in der Liga. Das ist sicher so, ja. Das kann interessant sein natürlich für das Spiel. Aber wie gesagt, wir haben ja letztes Jahr gab 4 Spieler aus der ganz offensiven Liga höher gegeben. Und jetzt haben wir die wollen ersetzen mit Jungen. Das braucht auch mehr Zeit. Und das ist halt das, was wir dann akzeptieren müssen in dieser Phase. Weil du kannst nicht einen Salanovic, einen Dominik Schweizer, einen Chagas, einen Fasliu
unsere Offensive weggeben. Und dann meinen, nimmst du einen Junge von Zürich GC, alles gute, gut ausgebildete Fußballer. Und dann wieder meinen, es läuft noch gleich weiter. Du müsstest das Geld nehmen und sonst noch wieder investieren. Aber dann bist du auch wieder im Dilemma, weil das Geld braucht man sonst schon, dass wir unser Budget erreichen können. Also es ist ein bisschen ein Spiessunterlauf. Wegen dem FC Thun als Beispiel, die sind da so gut, weil sie in den letzten Jahren keinen verloren haben. Die haben die Offensive können behalten und sind ein zusammengeschweißt. Das mache ich länger als nur ein Jahr. Und schon sieht man, was man kann erreichen kann. Mhm. Es sind halt nur 10 Mannschaften. Also das heisst, das ist eigentlich eine sehr enge Geschichte. Oder? Also das Mittelfeld ist relativ klein, wenn man so die ambitionierten Clubs anschaut. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist natürlich, wenn das eine Ausbildungsliga ist, kommt natürlich immer die Trainerfrage. Also das heisst, man müsste eigentlich Ausbildner als Trainer haben. Oder? Also man kann ja nicht einfach faktisch mit fertigen Spielern spielen, wie jetzt ihr einer seid. Oder? Ja, das ist schon schwierig. Und ich sehe noch eine andere Gefahr. Es ist natürlich immer, wenn ein junger Spieler in die Mannschaft kommt, das hat ja immer noch ein paar Erfahrungen dabei. Und dann heisst es ja, der kommt vom grossen Club und ja, der muss spielen. Und wenn es dann mal vielleicht nicht so läuft, ist halt die Angriffsfläche immer auf das gerichtet, dass es heisst, ja, der kommt von dort, der muss wieder spielen und das ist dann gefährlich. Und das ist auch noch eine Gefahr, denke ich, für einen Trainer, um das dann abschätzen zu können, zu sagen, ja, ist lange spielen, will ich ihn muss spielen vom anderen Club oder will ich ihn weiterbringen und ich sehe ihm etwas. Das ist, finde ich, auch noch relativ schwierig für einen Trainer, das dann einzuschätzen und am Schluss, ich meine, es geht einfach um Resultate, es will niemand absteigen und dann musst du einfach schauen, dass du deine Punkte holst. Und das ist ja, am Schluss nicht immer einfach mit den Jungen. Mhm. Ja, aber da kann man ja lange von Ausbildungsliga reden. Also das heisst, man muss schlussendlich Resultate liefern, oder? Axel Thoma. Also natürlich, aber ich denke, es ist auch eine Ausbildungsliga oder kann eine Ausbildungsliga für Trainer sein. Also nur muss das natürlich auch der Verein wollen. Aber wenn der Verein so ambitioniert ist, dass er einfach aufsteigen will, jetzt über die Barrage oder auch direkt, dann sind das meistens nur Lippenbekenntnisse und am Schluss ist so, wie Marco sagt, am Schluss zählt das Resultat und dann ist die Ausbildung egal. Vielleicht abschließend noch, was könnte man ganz konkret jetzt in Zukunft machen, dass eben die Optimierungsvariante, die ihr erwähnt habt, jetzt seitens Liga oder seitens Club oder zusammenarbeiten, dass man eben die Brack.ch Challenge League als solches definiert, dass einerseits kommerziell funktioniert, aber andererseits auch sportlich, nachhaltig? Also ich denke, wir müssen daran arbeiten, dass, so wie das Rolf gesagt hat, dass diese Challenge League auch wirklich dementsprechend eine Beachtung bekommt, auch sportlich, wie Marco das gesagt hat. Sie ist nicht mehr so diese Nazi B, wo man einfach den Fußball kaum mehr anschauen kann. Da muss mehr Gewicht hin und dann muss man die Strukturen überlegen, ob man vielleicht die Challenge League ein bisschen aufstockt, ob man die Vereine finanziell entlastet und nicht immer noch mehr verlangt. Auf der einen Seite wäre das gut, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wenn man an den Stadien nichts macht und den Druck wegnimmt, wird nichts passieren. Dann spielen wir in den alten Stadien weiter. Also das ist auch so ein bisschen ein Konflikt. Aber ich denke, in die Richtung ist sehr breit und man muss über alles sicher mal nachdenken. Und dann, denke ich, werden wir da noch eine Verbesserung erfahren. Mhm. Spannend. Wir schauen, wie es sich weiterentwickelt. Jetzt ist ein Aktivspieler noch zu sprechen gekommen, Marco Schneuli. Er hat von der Super League in die Challenge League gewechselt, ist jetzt beim FC Aarau. Ja, das ist natürlich die Challenge League auch. Irgendwo ein Auffangbecken für langjährige Profis, die dann nachher noch ein paar Profijahre anheichen hinten dran. Ein schwieriger Start, Marco Schneuli, eine frühe Verletzung. Lang müssen warten, bis man wirklich eingreifen konnte. Und trotzdem hat es dann im Dezember das Tor des Monats gegeben. Das schauen wir uns jetzt ganz schnell mal an. Das ist ja nicht sehr überraschend als Goalgetter, dass er Goal schießt, aber gerade so schöne. Ist natürlich umso schöner, wenn man dann einsteigen kann im Verlauf der Saison. Marco Schneuli, seid ihr in der Challenge League angekommen inzwischen? Ja, eigentlich schon relativ früh. Mit so einem Start von 6 Niederlagen da kommst du relativ schnell an in der Challenge League. Das ist, ja, wirklich, das hat sich niemand vorgestellt. Wir hatten eine super Vorrunde gehabt. Fast ein bisschen zu gut auch. Es wäre aber gut, wenn du vielleicht noch am Schluss im letzten Testspiel vielleicht noch
Dämpfer rüberkommst, dass du wirklich weißt, wo du stehst. Und, ja, dann haben... Sorry, Vorbereitung. Vorbereitung. Vorbereitung haben wir gerade richtig für die Leute. Ja, genau. Vorbereitung. Und dann ist eben die Phase gekommen mit dieser Negativserie. Und das irgendwo ja, versuchst alles, gibst noch mehr und es klappt gleich nicht. Du machst immer irgendwie einen Fehler oder es passiert irgendetwas, was gegen dich läuft. Wie im ersten Match gegen Servet, zwei Sonntagsschüsse, wo nichts machen kannst. Es passiert einfach. Und ja, irgendwo ist es wichtig, dass du dranbleibst, dass du so einen Mittelweg findest. Und ja, irgendwo haben wir dann den Turnaround geschafft. Gibt es denn rückblickend aus der Situation, in der man jetzt ist, ist es ein bisschen leichter zurückzuschauen, als wenn man drin steckt? Gibt es rückblickend schon gewisse Gründe, warum dass man in die Situation kam, ist Anfang der Saison? Ja, es sind viele neue Spieler auch gekommen. Das muss man natürlich auch sehen. Das haben wir vorhin schon thematisiert, dass das nicht einfach so von heute auf morgen geht. Die Vorbereitung war wirklich gut. Wo ich habe nicht alles mitgemacht, ich bin erst später gekommen, aber die Resultate waren wirklich super. Und dann ja, ist irgendwie der Start, bis du mal den ersten Punkt hast, ist auch im Kopf irgendwie schwierig. Und du verlierst und verlierst. Und irgendwann fängt jeder an zu überlegen, versucht vielleicht auf sich selber zu schauen, dass es gut macht. Und dann fehlt irgendwo der Zusammenhalt, dass du am anderen hilfst, weil jeder ist zu viel mit sich selber beschäftigt. Und das hat wirklich ein Zeitchen gebraucht, bis wir ja, wirklich da eine Serie können starten können. Rolf, du hast ja selber FC Aarau Vergangenheit. Wie hast es du es deiner Subjektiv gesehen? Ja, schon ähnlich wie der Marco sagt. Oder? Wenn du so viele Spieler holst, die dann alle meinen, oh, Marco Schnöli, Zverotic, ja super, das läuft von allein, sind super Spieler, obwohl sie gar noch nicht recht parat sind, weil er noch verletzt ist. Dann hast du aber vielleicht das Pech, dass du noch GC, Thun und Basel schaust in der Vorbereitung. Du wirst gescheiden verlieren, nochmal gegen Brütisellen. Und das dann Kopf, da müssen wir aber den Finger rausnehmen, das ist zu wenig. Oder? Das ist einfach alles überragend perfekt gelaufen in der Vorbereitung. Und dann fehlt vielleicht ein Mühe im ersten Spiel, wo sie auch hätten können gewinnen aufgrund der Chance. Und dann bist du noch schnell mal in einer Negativspirale. Oder? Wenn du in einer trügerischen Sicherheit bist, wenn es losgeht. Und dann nicht die ersten Match dann auch gewinnst. Ja, dann ist es wie eine Lawine, da muss sie zuerst runterkommen. Und nachher kannst du dann wieder mit über den Zusammenhalt und mit einem vielleicht auch einfacheren Spiel und geradliniger Spiel wieder zu den Punkten kommen. Und wenn man das überlebt als Verein mit dem Trainer, weil die Mannschaft und der Trainer eine Einheit geblieben ist, auch im Misserfolg, dann kann man natürlich in der Regel Grosses erreichen. Und sie sind auf dem Weg dazu. Ich habe es eingangs gesagt, der Aufstiegskampf ist ziemlich hart umkämpft in der Challenge League. Es ist, die Halbliga ist irgendwo involviert oder hat noch Chance auf den Barrageplatz bzw. auf den Aufstiegskampf. Spricht das ja auch ein bisschen für die Liga? Ist das etwas, wo der Rolf gesagt hat, es ist nicht nur wegen der Barrage, es ist einfach wirklich sehr eine attraktive Liga? Ihr seid ja eingangs mit Rapperswil auf dem Platz 3 nach 7 Runden. Ich glaube auch, dass es eine enge Liga ist und dass man wirklich jeden schlagen kann. Jetzt, wenn wir von uns kurz sprechen, haben wir jetzt die Negativspirale, die jetzt Marco gerade erwähnt hat, sind wir jetzt voll drin. Mhm. Aber auch jetzt, letzte Woche, also gestern gegen Lausanne. Lausanne ist besser von der Qualität her, aber wir hätten einen Punkt mitnehmen. Und wenn du jetzt vorne bist, dann kommt sie nicht mehr über die 86. Aber das sind so die Gegebenheiten, die der Fußball mit sich bringt. Aber ich finde es wirklich, dass es immer enge Matches sind. Ich glaube auch heute gegen Giasso, wenn der 1-0 gewonnen kann. Irgendetwas passieren und dann stehen der Ball und dann ist 1-1. Und ich glaube wirklich, dass es eng ist. Axel Thoma, wir schauen uns jetzt gerade mal die Tabelle an von der Challenge League. Also das, was ich vorher erwähnt habe, sind sehr viele Mannschaften, die sich noch Chancen ausrechnen können, das vorher noch mitmischen. Also das geht, sage ich jetzt mal, eben bis praktisch zum FC Schaffhausen, wo ihr da irgendwie, wenn ihr einen Lauf habt, noch vorne mitmischen können. Ja, das ist ja schon eine Qualität von der Liga, oder? Also dass die Ausgeglichenheit. Aber es wird sich jetzt denn irgendwie mal Weizen von Spreu trennen, weil man hat ja klar ambitionierte Club mit Servet und mit Lausanne und eventuell auch mit Aarau. Also ich denke, wenn man die Tabelle anschaut, dann sieht man, dass das so, wie der Stefan gesagt hat, alles zusammen ist. Es kann nach hinten und nach vorne noch vieles passieren. Wenn ich mir aber die Liga wirklich sportlich anschaue, dann muss man klar sagen, es hat zwei, drei Mannschaften, die haben einfach mehr Potenzial als die anderen. Mhm. Die haben eine andere Mannschaft. Was sind? Das ist mit Sicherheit die, wo vorne stehen. Das ist Lausanne, wie du es gesagt hast. Das ist Servet. Das ist sicher auch Aarau. Als ich Aarau gesehen habe, ganz am Anfang, und sie haben immer verloren, wusste ich, das geht noch ein paar Wochen, aber die werden sich fangen. Und da ist so viel Qualität drin. Hast du das gesagt, um sich ein bisschen beruhigen dazu mal? Da, ja, da habe ich mich natürlich... Hast du auch da habe ich natürlich das alles in mich hineingesagt. Aber das ist klar, das hat man schon gesehen. Und
diesen Unterschied, den gibt es also schon. Und letztendlich wird sich der dann auch durchsetzen, und bin ich sicher. Und trotzdem, ja, es gibt ja gleich auch immer wieder Überraschungen in so Situationen, oder? Also wirklich, wenn eine Mannschaft den Lauf hat, also man hat vor nicht allzu langer Zeit in der Premier League mit Leicester, wo ja wirklich als Underdog dann hat durchziehen können, oder? Würde dir das jetzt keiner Mannschaft zutrauen, die diesen vermeintlichen Favoriten könnte es beistellen jetzt bis Ende Saison? Ich denke, über die ganze Saison hinweg nicht. Vielleicht ist jetzt mit dem FC Winterthur noch jemand da, wo wirklich sich diese Ambitionen machen kann. Aber alle anderen, ich denke, fehlt einfach das Potenzial. Und nur mit 4 Spielen, 5 Spiele Serie wird es nicht reichen. Also da sind die anderen doch zu souverän. Und die anderen nehmen sich die Punkte ja auch noch weg. Stefan Flüemer, wer steigt euch? Aarau. Aarau? Also jetzt nur, weil der Marco, Marco Schnäuli da sitzt? Nein, also die 3 Vereine, die Axel gesagt hat, sind für mich auch Favoriten. Und ich glaube auch, dass das alleine, also wenn einer von denen mindestens aufgeht. Ja. Marco Schnäuli, ja, aber man hat jetzt den Turnaround geschafft, man hat den Anschluss wieder geschaffen. Ist das tatsächlich in Aarau jetzt wieder ein konkretes Thema, dass man wirklich das Wort Aufstieg? Nein, ich glaube, den Fehler machen wir nicht zweimal. Vor der Saison war sicher auch eine riesige Euphorie da. Und, ja, das kannst du nicht einfach wegreden. Du kannst nicht sagen, nein, wir wollen die Liga erhalt schaffen. Das glaubt er ja niemand. Aber ja, wir mussten irgendwo mit der Vorrunde sagen, was machen wir jetzt? Und dann sind wir auf das gekommen, dass wir sagen, wir nehmen einfach Spiel für Spiel. Wir schauen, was wir holen können und dann schauen wir, was rauskommt. Und da glaube, sind wir ganz gut gefahren bis jetzt. Wenn du eine Serie hast mit 10 Spielen ohne Niederlage, kannst du mal so weitermachen. Und von dem her sind wir da auf dem Weg, und wo wir eingeschlagen haben, und wenn wir jetzt so durchziehen bis Ende Saison. Ja. Der umgekehrte Weg, wie der FC Aura, hat der FC Rapperswil-Jona gemacht. Also die haben eigentlich sehr gut angefangen. Ich habe es vorher mal gesagt. Nach 7 Spielen auf dem 3. Platz. Und jetzt ist eben so ein bisschen die Negativserie gekommen. Ich habe es eingangs gesagt, 10 Transfer sind gemacht worden jetzt in der Winterpause. Habe ich jetzt so von meiner Worte uns noch nie gekehrt. Das finde ich recht. Und ihr sagt im Zitat, das ist kein Verzweiflungsakt. Wie kann man das erklären? Ja, es ist ja nicht üblich, dass man im Winter so viel Transfer macht. Es ist auch ein bisschen verpönt und man sollte es nicht wirklich machen. Aber wenn man in der zweiten Phase von der Vorrunde 10 Spiele, 3 Punkte hat, muss man in den Spiegel schauen und sagen, wir als Verantwortlich haben Fehler gemacht. Was für Fehler denn? Ja, falsch zusammengestellt, was auch immer. Das ist ja. Ich meine, es geht darum, dass jeder sich selber auch in Kritik nimmt, dass der Trainer falsche Entscheidungen getroffen hat. Und dass die Spieler sich nicht erfüllt haben, sonst hätten wir nicht 10 Spiele, 3 Punkte. Also denken wir absolut im Gremium, dass es legitim ist, um versuchen, die Qualität zu verbessern, um die Spieler auszutauschen, Verträge, die auslaufen, nicht mehr zu verlängern, ausgeleitete Spieler zurückzugeben, eigene junge Spieler in die tiefere Liga zu geben, dass sie zur Spielpraxis kommen und so versuchen, breiter zu werden. Wir haben im September angefangen beim Spiel in Schaffhausen, wo wir dann das erste Mal chancenlos verloren haben dort. Der Goalie verletzt, der Stefan Natter verletzt wurde, Diego Jans im Goal gefehlt hat. Viele Spieler mussten ein bisschen angeschlagen, müssen ein bisschen spielen. Da haben wir jetzt die Spieler lassen, weil wir einfach Breite nicht hatten. Und das haben wir jetzt versucht, im Winter zu verbessern, breit zu machen. Und ich denke, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, dank auch FC Zürich, wo uns Spieler zur Verfügung gegeben, dass sie zur Spielpraxis kommen, wie das der Rolf vorher erwähnt hat. Und die spielen momentan auch und die machen den Job gut. Hoffen wir, dass wir da rauskommen. Weil die Qualität ist die, die wir haben. Und das ist nicht so wie Aarau, wenn du mal 6-0 hast mit dieser Mannschaft. Irgendwann kommt einfach, die Qualität setzt sich irgendwann mal durch. Und wir haben schon ein bisschen Probleme gehabt und hoffen jetzt natürlich, dass wir da die richtigen... Aber man will mit allen Mitteln oben bleiben. Aber sonst will man gar nicht anfangen. Den gibt's, haben wir als Verein, habe ich sowieso als Person. Also, logisch, wenn wir versuchen, die Liga unbedingt zu heben. Und das haben wir jetzt auch so gezeigt. Auch wenn es, wie gesagt, nicht so gewöhnlich ist. Und die letzten 5 Jahre, seit ich bei Rapperswil bin, auch als Trainer oder in diesem Amt, haben wir 2-3 Wechsel Maximum im Winter. Weil wir haben meistens anständige Vorrunden hatten. Und jetzt haben wir mal diesen Weg eingeschlagen. Aber sicher nicht in Verzweiflung. Das würde ich wirklich betonen, dass es keine Verzweiflung war. 10 Transfer nicht in der Verzweiflung, Rolf Ringer. Wie kannst du das nachvollziehen?
Ja, weil ist natürlich die Situation ist speziell. Das erste Jahr haben sie nichts zu verlieren gehabt und können brillieren. In einem zweiten Jahr wird es immer schwierig. Dann fange ich gut an und nachher komme ich in ein Loch. Oder? Und wenn ich dann eben 10 Spiele, 3 Punkte habe, ich komme im Winter, ich stelle vielleicht fest, dass es ja nicht mehr so einfach geht. Die haben ja auch ein paar gute abgegeben, wie du gesagt hast, in der Super League. Oder? In so einem Verein wie Rappi fangst du eben immer wieder bei Null an. Und statt zuschauen nach 10 Spielen, 3 Punkte, dass es irgendwo so weitergeht, kann man natürlich schon alles durchmischen. Jetzt braucht es halt vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis die Transfer, die sicher gut gemacht worden sind, bis das richtig greift. Die haben jetzt vielleicht nicht so gut angefangen, aber sehen sicher ein gewisses Steigerungspotenzial. Also in so einem Fall, wenn ich auf dem Abstieg irgendwie etwas durchmischen, um neue Hierarchien zu schaffen und eine Ausgangslage zu verändern, finde ich schon gut. Wir haben einmal von Basel geredet, immer letztes Jahr, oder? Wenn sie hinten vorgekommen sind und sich super aufgefangen haben, Zweiter gewesen sind, Champions League super. Wenn alles gut ist und ich hole viel, mache ich alles verrückt. Wenn ich aber viel Problem habe und wenig Punkte habe und dann mit Neuen komme, dann kann das natürlich schon alles durchmischen und jeder ist wieder motiviert und muss sich wieder von der besten Seite zeigen. Also in dieser Situation verstehe ich so etwas absolut. Ich denke, wenn man nichts macht, dann wird dem Lethargie vorgeworfen. Schauen zu, sind blind, machen nichts. Ja. Es ist, eigentlich hast du am Schluss, wenn es schlecht ist, hast du zu viel gemacht. Wenn's, Aber in so einer Situation macht das eher Sinn, das ist eindeutig. Nachvollziehbar also. Ja. Vor knapp einem Monat ist der langjährige Förderer Präsident und Finanzier vom FC Schaffhausen, der Aniello Fontana, verstorben. Er hinterlässt eine grosse Lücke. Wie geht es weiter mit dem FC Schaffhausen? Das diskutieren wir nach einer kurzen Pause. Bleibt also dran. Zurück bei Heimspiel. Meine Gäste heute hier im Studio sind der Marco Schneuli, der Stefan Flüemann, Sportchef vom FC Rapperswil-Jona, der Axel Thoma, Geschäftsführer und Sportdirektor vom FC Schaffhausen und der Rolf Fringer. Ich habe es vor der Pause gesagt, Axel Thoma, der grosse Förderer und Präsident Aniello Fontana ist vor knapp einem Monat verstorben. Ist man noch ein kleines bisschen im luftleeren Raum beim FC Schaffhausen? Ja, das kann man schon so sagen. Also das war doch eine sehr spezielle Situation für alle im Verein. Man wusste ja zwar, dass das irgendwann mal kommen wird durch die Krankheitsgeschichte, aber man konnte sich natürlich dann nicht auf das vorbereiten. Und wenn es dann Tatsache ist, dann ist das noch mal etwas anderes. Und das ging dann doch ein paar Tage, bis man das alles verarbeitet hat und wirkt auch jetzt noch ein bisschen nach. In welcher Form wirkt das nach? Ja, es wird ja jetzt sehr viel diskutiert, wie geht es weiter, was passiert mit dem FC Schaffhausen, wer übernimmt das? Und die Gerüchteküche brodelt natürlich und das merkt man schon, das sind alles natürlich so Auswirkungen. Was hat der Aniello Fontana hinterlassen oder was für eine Lücke hat er hinterlassen, Rolf Ringer? Ja gut, das war natürlich der Boss und hat alles im Griff gehabt, oder? Und jetzt ist wieder eine typische Entwicklung, natürlich Todesfall, muss man eine neue Führung finden und dann redet man halt wieder die ganze Woche, wie geht es weiter, die Spieler sind verunsichert, sind alle verunsichert und schon verlierst du immer wieder alle Matches. Das zeigt einfach immer, wenn ich nicht den Fokus Fußball habe als Mannschaft und einfach die ganze Woche gut trainieren und überlegen, wenn ich den Gegner schlagen am Samstag, dann zeigt sich das einfach auf dem Feld und jetzt ist es sicher so, dass wird wichtig sein, dass irgendwo mal Klarheit ist, wer ist die starke Person beim FC Schaffhausen und wie geht es weiter. Sind die angestellt waren, bis jetzt bleiben die dort, die ganze Familie Fontana. Und bis das nicht klar ist, ist es natürlich auch schwierig für den Trainer und für die Mannschaft, da irgendwo unbelastet gut Fußball zu spielen. Mhm. Und von dort her denke ich, wenn er sagt, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis man weiss, wie es dann auch weitergeht in der Führung. Wie wichtig sind so Figuren wie Aniello Fontana, Stefan Flüemann, jetzt eben gerade für so einen Club in der Challenge League? Ich denke, sie sind enorm wichtig. Sie sind Identifikationsfiguren, Vaterfiguren für die Spieler vielleicht auch. Und dann war er immer da, wenn es Not am Mann war. Sei das finanziell, sei das sonst ein gutes Wort. Er war, glaube ich, so lange im Amt, dass ich mich noch erinnere, wo der Walter Iserlin Trainer war von ihm. Das ist ja sicher schon etwa 30 Jahre her. Und das ist also. Da kann ich dich unterbrechen. Der erste Trainer bin ich schon. Und dann 1990, glaube ich. Vor 2,5 Jahren. Also, ich sehe, das ist so eine lange Zeit. Das ist unglaublich und Gold wert. Und so. Das ist etwas Grosses verloren gegangen. Natürlich. Marco Schneuli, als Spieler nimmt man so Patrons wahr? Hat man irgendwie einen Draht oder Kontakt als Spieler zu so einem Patrons?
Nein, also ich hatte nie irgendwie Kontakt mit dem FC Schaffhausen oder mit ihm persönlich. Aber, ja, aber grundsätzlich, also wenn man jetzt in einem Club ist, was eben wirklich so eine starke Persönlichkeit gibt. Ah, ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja, sicher, das, nicht mehr, das hast du immer irgendwie Kontakt, das ist klar. Und, ja. Ja, wir haben bei uns sicher auch den Frontino, der ja, von Schaffhausen ist, der ihn super kennt hat und lange dort gespielt hat. Ja, das merkst du schon. Ich meine, die Betroffenheit ist schon. Auch bei solchen, die vielleicht nicht mehr so im Moment engen Kontakt hatten, aber über einen Zeitraum, wo sie dort gespielt haben. Und ich meine, das ist einfach etwas, wo, eben, wie gesagt, das kannst du nicht, auch wenn du es weißt, es trifft dich immer, wenn es wirklich eintrifft. Mhm. Axel Thoma, in welche Richtung sucht man denn? Oder was gibt es denn für eine nachhaltige Lesung jetzt nach dem Aniello Fontana? Ja, also ich bin nicht sehr stark involviert in die ganze Weiterführung jetzt. Das ist klar, das muss die Familie machen. Das sind die Besitzer von dem Verein. Ich denke einfach, der FC Schaffhausen ist nicht von der Region her in der Lage, hier das alleine zu stemmen, wenn man ambitioniert auch ist. Und man muss das sein mit diesem Stadion. Also man muss da auch irgendwann mal von Super League reden. Dann braucht es einfach in dieser Liga, so wie es, glaube ich, Stefan vorher erwähnt hat, einen Mäzen, der einfach dahinter steht und die finanziellen Mittel einfach auch zur Verfügung stellt. Ist der FC Schaffhausen aber irgendeiner Form gefährdet jetzt in dem Vakuum, wo er drin steckt? Also ich denke nicht, dass was wir jetzt alles erfahren haben, ist, dass es sehr stabil im Moment noch ist. Aber wie lange das geht, das weiß man nicht. Und ich hoffe, dass dann vorher noch eine Lösung präsentiert wird. Und wie, ja, in welchen Zeiträumen rechnet ihr uns, dass es irgendwelche Lesungen gibt beim FC Schaffhausen? Ist das irgendwie absehbar? Also ich hoffe natürlich einfach der Klarheit wegen, dass es so schnell wie möglich geht. Dass man dann irgendwann weiß, okay, so und so sieht es aus und jetzt können wir wirklich zur Tagesordnung übergehen. Auch das, was Rolf gesagt hat, dass man sich wieder rein auf den Fußball konzentrieren kann. Seien es die Spieler, der Staff oder auch die ganze Belegschaft. Und da hoffe ich schon, dass da schnell Klarheit herrscht. Wie schwierig ist es denn in so einer Situation, wirklich so der Guru normal aufrechtzuerhalten? Ja, das alles spielt sich ja jetzt nicht so sehr an der Oberfläche ab. Also man merkt das oftmals auch nicht vorher, aber jetzt, wenn ich das Spiel sehe, dann sehe ich, dass da irgendwas in den Leuten einfach auch drin steckt. Aber das vorher alles zu erkennen und dagegen zu wirken, ist sehr schwer. Rolf Ringer, wie wichtig oder beziehungsweise wie stark ist das erforderlich, dass wieder eine ähnliche Figur, ein Patron, ein Mäzen, gerade für ein Sitzungsgebiet wie der FC Schaffhausen wieder in die Bresche springt? Wäre natürlich ein Idealfall, aber ich weiß nicht, ob es diese Person in Schaffhausen gibt. Vielleicht sind das Leute, die von auswärts kommen müssen. Wichtig ist einfach, dass das eine gesunde, vernünftige Gruppe ist. Ähnlich jetzt wie vielleicht in Lausanne mit den Ineos, die dahinter steht, wo man sieht, die haben gewisse Mittel, die wollen aber auch langfristig dem Verein helfen, weil sie schon in der Region im Prinzip integriert sind. Aber da haben wir natürlich nicht nur positive Erfahrungen gemacht mit Mäzenen oder Sponsoren von außen. Das ist nicht so einfach, oder? Und man hört vieles reden, der Axel weiss noch mehr natürlich, aber von dort her ist es einfach wichtig, dass das seriöse Leute sind. Mhm. Und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass die auch kommen und dann, sage ich jetzt auch, potent sind, weil das geht ja nicht nur ein halbes Jahr, nachher geht es ja immer weiter, 2, 3, 4 Jahre, das ist dann nicht so einfach. Das erste halbe Jahr geht auch gut. Und da ist natürlich, für mich ist alles offen. Aber natürlich, Aniello Fontana war ein Glücksfall gewesen. In der Region, der Patro hat alles selber gesteuert und da hat das Stadion gebaut, ähnlich wie der Walter Stierli in Luzern. Das ist natürlich ein unglaubliches Lebenswerk, oder? Aber jetzt muss man wieder bei Null anfangen und man kann einfach hoffen, dass da vernünftige Leute mit Geld sich zur Verfügung stellen. Und weil der FC Schaffhausen hat ein schönes Stadion, haben auch schon Tradition, sind in der Super League, wie fast alle Vereine in der Challenge League. Darum ist die Challenge League heute so interessant. Und dass das dann einfach positiv weitergeführt wird. Der Boris Smiljanić ist ja Trainer beim FC Schaffhausen. Wie stark verfälscht das Bild eigentlich seine Arbeit? Oder? Eben das Vakuum, das jetzt ist, der Rolf hat es vorher ein bisschen erwähnt, sportlich läuft jetzt nicht so rund zur Zeit. Ist er in dem Sinn fest im Sattel oder kann man das ein bisschen abstrahieren aufgrund der Vorzeichen, die jetzt durch das Wegfallen von Aniello Fontana entstanden sind? Ja, also natürlich ist er fest im Sattel. Er hat wirklich gute Arbeit geleistet und ich stärke ihm da absolut den Rücken, versuche ihn auch
abzuschirmen von der ganzen Sache, dass er sich auf den Fußball konzentrieren kann. Aber das ist auch nicht immer einfach. Er kriegt das natürlich auch mit, der ganze Staff kriegt das mit. Das ist ein Thema, das diskutiert man, das ist ja auch normal. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass das sich schnell ändern wird und dass er auch dann wieder in Ruhe mit seiner Mannschaft arbeiten kann. Wie die Zukunft wird sich weisen, wie es sich entwickelt wird beim FC Schaffhausen. Ich wollte noch mal so eine Schlussrunde machen zur Brack.ch Challenge League. Marco Schnäuli, vielleicht zum Schluss noch. Ihr habt noch mal ein Jahr Vertrag beim FC Aarau. Gibt es irgendwie so einen Fahrplan für den FC Aarau als Traditionsclub, wieder die Super League anzupeilen? Ja, in dem Fahrplan da sind wir im Moment voll drin. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann ja, ist alles möglich. Und dann ja, werden wir sehen, was passiert. Das ist natürlich, ich glaube, auch von jedem Spieler merkt man, dass das Ziel ist, mehr für Junge oder Erfahrene, die den Schritt gerne noch mal machen wollen. Und ich meine, wenn da eine Dynamik entsteht innerhalb der Mannschaft, ist das umso positiver. Und dann, ja. Ihr seid ein erfahrener Spieler, hat einiges schon erlebt im Fußball. Was sind denn die persönlichen Ziele jetzt mit dem FC Aarau noch? Ja, sicher auch. Eben, natürlich, nochmal Super League spielen ist sicher ein Ziel. Und Aufstieg habe ich noch nie erlebt. Ah, mal einmal mit Sio, man muss sich korrigieren. Einmal mit Sio, aber ja, es ist sicher etwas Spezielles. Und das Fakt einfach, wenn die ganze Region feiert, ich weiß nicht, wie lange, ob es da vielleicht eine Woche ist oder zwei Tage. Aber so etwas, ich meine, den Fans zurückzugeben an eine ganze Region, das ist, ja, das macht einfach Freude und Spass. Ja. Stefan Flüemer, vielleicht heute zum Schluss noch zum FC Rapperswil-Jona. Wie seht ihr so mittelfristig die Zukunft von dem Club, wo ja euer Zuzugsgebiet nicht ganz einfach ist? Ja, es ist ein sehr grosser Club, der viel Breitensport auch mit sich bringt. Man gab 41 oder 42 Mannschaften. Das ist natürlich ein enormer Verein. Die AG ist jetzt ausgesondiert mit der ersten Mannschaft primär. Ja, ich glaube, dass wenn wir uns retten im Sommer, wo wir 100% davon überzeugt sind, dann werden wir sicher noch können, möglichst lang beim FF in der Challenge League können spielen. Das ist eigentlich unser Ziel, um uns dort zu etablieren. Auch wo es gut gelaufen ist, haben wir immer versucht, bescheiden zu bleiben. Und jetzt müssen wir nicht auf Panik machen. Wir wollen einfach den Erfolgserlebnis auf unsere Seite zwingen. Die Zukunft wird es weisen. Die Brack.ch Challenge League ist eine spannende Liga, wie wir jetzt erfahren haben jetzt in der vergangenen Stunde. Es geht einiges. Hat aber auch noch Luft nach oben, wie wir von Axel Thoma gehört haben. Das war eigentlich schon vom heutigen Heimspiel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen für das offene Gespräch. Bei Marco Schnäuli, toi, 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 für die Saison, die jetzt noch ansteht. Auch toi, 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 mit dem FC Rapperswil-Jona, dem Stefan Flüemer und dem Axel Thoma. Zukunft beim FC Schaffhausen und vielen Dank dem Rolf Fringer. Nächste Woche ist wieder eine Champions League-Woche und es gibt einen Knaller schon am Dienstag hier auf dem Sender. Und zwar spielt Liverpool gegen Bayern München ab 8 Uhr am Abend live hier im Studio bei Teleclub und selbstverständlich alle anderen Spiele und alle Goal sind euch hier auf dem Sender zu sehen. Nächsten Sonntag gibt es schon wieder das nächste Heimspiel. Es würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei wärt. Ich wünsche einen wunderbaren Abend, einen beschwingten Wochenstart und bleibt am Ball. Gute Nacht miteinander. Heimspiel, der Fußballtalk, wurde präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED TV. See nothing else. Samsung.